Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Nein, Story of Seasons. Ich bring das immer durcheinander. Story of fucking Seasons, da sind wir. Ich habe geklärt, wir lassen den Link eine Woche neuer laufen. Eine Woche länger laufen. Das heißt, wenn ihr für die Flutopfer spenden möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link dafür. Und der Link, wie gesagt, läuft diese ganze Woche noch. Dann wird es geschlossen und das Geld wird an die verschiedenen Organisationen verteilt. Das habe ich jetzt eben nochmal abgeklärt. Es gibt ja verschiedene Organisationen und das wird dann im Endeffekt verteilt, dass auch mehrere Organisationen was davon haben, dass ihr spendet. In diesem Sinne, wenn ihr das tut, vielen, vielen Dank. Die armen Leute können das gebrauchen. Und auch nur, wenn ihr könnt und was ihr könnt. Und wie gesagt, wenn es nur ein Euro ist, ist es ein Euro. Die Masse macht's am Ende. Jeder gibt das, was er kann. Ganz wichtig. So, wir haben ordentlich zum Ernten hier. Ja, und natürlich... Ich würde auch natürlich gerne ein Update geben. Das mache ich dann aber nächste Woche, was da wirklich bei zusammengekommen ist und so. Weil ich nehme jetzt ja alle Folgen hintereinander auf. Das heißt, es wird wahrscheinlich immer noch bei 535 stehen, wie in der letzten Folge. So, Süßkartoffeln. Ich wollte auf jeden Fall nochmal einen Olivenbaum pflanzen, ne? Damit die Alte, die ich ja so gerne mag, Oliven futtern kann. Das wollte ich immer nochmal machen. Weil die mag ja Oliven, ne? So, und dann brauchen wir natürlich nochmal 8 neue Sachen. Ich gehe jetzt erstmal... Ah ja, mein Pferd ist jetzt da. Das ist auch gar nicht schlecht eigentlich. Ja. Hey ihr! So, jetzt ist die Frage, mache ich nochmal Lilly oder mache ich jetzt auch nochmal unser erstes Huhn? Das war, glaube ich, Luise, ne? Ich muss mal eben gucken. Luise. Ich glaube ja. Lisa und Liselette. Ob wir Luise auch mal irgendwie ein Kind kriegen lassen? Weil das unser erstes Huhn ist. Die anderen müssen jetzt nicht unbedingt. Ja. Ne? Dann haben wir hier nochmal Lydia. Die können wir jetzt ja mal, weil sie nicht direkt... weil ich sie nicht Lilly genannt habe, dass wir die vielleicht auch nochmal ein Kind kriegen. Das, aber ich glaube, als nächstes nehmen wir mal einmal Luise. Das würde ich ganz gut finden. Heute gehen wir mal in die Stadt, nachdem wir die Pilzjagd ja gestern vergessen haben. So, dann dürfen die schon mal rauskommen. Wir reiten weiter. Gehen mal einmal hier in den Stall eben.
ballig, ey. Jawohl. Tiervertrauter, neuer Titel. Das ist doch gut. Wir wollen eh heute, oder ich will heute mal in die Stadt, weil wir viel Zeugs angesammelt haben. Ich hoffe nur, dass das Museum auch auf hat. Hatte ich dich gestreichelt? So. Damit haben wir, glaube ich, alle. Ja. Ich kann doch jetzt mit dem Pferd. Ich muss aber noch mal dahin. Weil ich habe noch Tierfutter hier, ne? So, haben wir hier schon... Nee, aber ich muss jetzt mal eben... die Wolle da reinpacken. Die zwei Eier. Die drei Eier. Die Milch. Und die Milch. Dann haben wir schon ein bisschen was zum Verkaufen. Ja. Den Käse und die Butter und die Wolle. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Platz im Inventar. Das kann erstmal mit da rein. Das kann auch sowieso da rein. Das erstmal auch. Und dann holen wir nochmal alles hier aus dem... Na, war wohl nur Zufall gestern. Passt das alles? Ja, das passt alles. Was hatten wir jetzt hier eigentlich verkauft? Ah, Paprika. Paprika. Wie spät haben wir das? Oh. So, jetzt sind alle Pilze schön versteckt. Das hast du geschwind erledigt, Mikey. Achso, Gott, falsche Stimme. Ich, ach, keine Ahnung, was denn für eine Stimme. Das hast du gut geschwind erledigt, Mikey. Ich danke dir. Niori, liebe Pilze, also freut er sich sicher schon total auf das Fest dieses Jahr. Das tut er in der Tat. Oh, ich kann mir die Freude im Gesicht meines jungen Herrn schon vorstellen. Gott, das war immer noch die falsche Stimme. Ich bin immer noch verwirrt heute, habe ich euch letzte Woche schon gesagt. Letzte Folge. Ah, sei gegrüßt, Kaktus. Du wirst an der Pilzjagd teilnehmen. Solltest du den Drang verspüren, Pilze sammeln zu wollen, dann sprich mit mir und ich werde dir helfen. Ich habe doch nicht die Pilzjagd vergeicht. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Jagd. Das heißt aber auch, es ist alles zu, ne? Bei der Pilzjagd versucht jeder Teilnehmer, die meisten Pilz... Nee, Spielzeugpilze im Dorf zu finden. Rede mit Dutzend... Ja, das Problem ist, mein Inventar ist voll. Shit, ey. Ah, dann suche ich erstmal meine Angetraute. Also noch nicht, da ist... Bei der Jagd auf Pilze kommt es auf eine Sache besonders an. Dynamische Sehschärfe. Glaubst du nicht? Schlag den Begriff mal nach. Okay. Kann ich hier was machen? Auch nicht. Ich kann am Festtag nicht mal beten. Aber beten kann ich doch, wann ich will.
Die immer noch heiß, ne? Mit ihren langen Stiefeln. Aber ich habe so viel Mühe in die Dame gesteckt. Okay. Überreichen. Ich will ja nichts überreichen. Wohl habe ich was? Ihr kannst Milch haben. Sehr lieb von dir. Gut. Dann. Ich gucke mir nochmal irgendwie um, ob hier irgendwie noch irgendwas Geiles zu finden ist gerade. Aber ich glaube nicht. Außer die Girlanden ist hier nichts dekoriert. Oh, so. Oh. Was meinst du, Kaktus? Möchtest du am Fest beteiligen? Ich möchte mir die Regeln mal einmal anhören. Sammel die Pilze, die überall im Dorf verteilt sind. Größere Pilze bringen dir mehr Punkte. Du kannst nur bestimmt viele Pilze aufnehmen. Also achte nicht auf die Zeit, sondern auf die Punkte. Okay. Ich würde jetzt gern mal gucken. Nimm den auf. Alter, ich mach die ja voll fertig. Die Mucke ist geil. Ich lasse mir mal ein bisschen Zeit, weil bis jetzt sehe ich nicht, dass ich irgendwie einer Gefahr. Obwohl, hier mehr kann ich nicht, ne? Sollte ich jetzt vielleicht noch mal ein paar aufsammeln, die Punkte bringen? Goldtrophäe, Pilzjagd und 5000 G erhalten. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte das Ergebnis dieser diesjährigen Pilzjagd verkünden. Ich habe die Ehre, den Gewinner unserer grandiosen Fungusjagd zu küren. Ja. Yeah. Ne? Yeah! Kaktus! Ah, ich brauche hier noch unbedingt einen Applaus auf mein Soundboard. Habe ich noch gar nicht. Applaus bitte, ja. Hoffe, ihr hattet dieses Jahr alle viel Freude an unserer Pilzjagd. Auch ich wollte unbedingt herausfinden, wo sich die Pilze verstecken und begab mich allein auf die Suche. Ich durfte freudig feststellen, dass die Pilze sehr sorgfältig verborgen wurden. Ja, klar, ey, die lagen mitten im Weg. Leider muss alles Schöne irgendwann ein Ende finden. Das gilt auch für unsere Pilzjagd. Hiermit erkläre ich unser Fest für beendet. Ich danke euch allen vielmals für eure Teilnahme. Boah, die Nase, ich hab heute schon wieder so. Sorry, ich hab mir halt ein bisschen was aufgesagt. Nicht doll. Aber ein bisschen. Guck mal, es ist erst 7 Uhr, das heißt, wir können wenigstens hier noch ein bisschen was machen. Einmal gehen wir kurz rein. Weil. Geh rein. Geil, er geht nicht ins Haus. Ich drücke A. Wow. Komm nicht in mein Haus. Ist ja auch geil. Okay.
Okay, wir müssen unbedingt nochmal das robuste Holz. Biegsames haben wir noch. Aber wie soll ich den Tag beenden, wenn ich nicht in meine Hütte komme? Nur mal so. Die Silberbarren sind sogar fertig. Das ist jetzt Arsch, oder? Mayonnaise. So, kann ich jetzt ins Haus? Nein. Gut, dann probieren wir mal eben was anderes. Ich gehe mal einmal hier rein einfach. Geht auch nicht. Auch nicht. Okay. An dieser Stelle würde ich sagen, ich mache mal ganz kurz einen Cut jetzt zum Ende und probiere, das Spiel jetzt einmal abzuspeichern und neu zu starten, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich komme jetzt in mein Haus. Ja. Okay. Das ist doch schon mal gut. Errichten. Na, guck mal. Wir haben schon ordentlich was erreicht, wa? Na, ihr? Muss mal gucken. Oh, wir haben noch einen neuen Titel, oder was? Streichelwütig. Irgendwas wollte ich eben noch gucken. Eigentlich. Ah. Habe ich irgendwo noch... Ich glaube, ich habe irgendwo noch... Oh, guck mal, hier ist noch Holz. So. Ist da Holz bei, was ich noch brauche? Nee, ne? Holz. Hartes Holz. Nicht brauch. Biegsam. Und... Robust. Also das brauche ich hier gar nicht. Hier ist auch nichts drin, was ich brauche. Außer De Leckerlis. So, dann gehen wir im Bett. Auch heute die Folge wieder ein bisschen kürzer. Komm her. Wuff, wuff. Wir gehen schlafen. Gucken mal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Oh, guck mal, 12.000. Wir machen richtig Kohle im Moment. Wobei ich auch sagen muss, die Aubergine bringt anscheinend richtig viel Arbeit. Ist auch schon Stufe 4 geworden. Und die Entschuldigung, die Süßkartoffel ist auch nicht schlecht, ne? Vom, also eigentlich schon noch viel geiler. Also
Süßkartoffeln mehr anpflanzen. Mal gucken. Mal gucken, was im nächsten Tag, beim nächsten Tag so ist. Dann gehen wir nochmal in die Stadt und besorgen uns den ganzen Kram. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne!